NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Jonathan aus Eichstätten fragt, Oma Rosi, willst du dir ein E-Bike kaufen? Ja, bin ich eigentlich noch zu jung für. Es ist ja ein bisschen spießig. Hallo, das gibt ja mittlerweile richtig geile Downhill-E-Bikes. Ja, also wer bergab ein E-Bike braucht, Oma. Nein, nein. Es geht mir ja auch gar nicht um den einzelnen E-Bike-Fahrern, denn was mich abschreckt, ist diese Freudlosigkeit, die gerade bei Paaren zu beobachten ist. Paare? Ja, E-Bike-Leute treten oft als Paare auf. Aha. Die sitzen mit einer Fresse auf ihren Elektrohobeln, Gesicht eingeschnürt im Fahrradhelm und fahren völlig freudlos hintereinander her. Meistens eher vorweg. Weil wahrscheinlich haben beide keinen Bock. Aber nun hat man sich diese Dinger für 1500 Euro das Stück aufschwatzen lassen. Genauso wie den ganzen Gore-Tex-Kram im Partnerlook. Mhm. Und deshalb muss man auch zum 80.000. Mal zur Schleuse fahren, um sich ein Fischbrötchen zu holen oder schweigend 2 Stunden lang in einem Stück Butterkuchen rumzustochern. Ja. Wie kann man so schlechte Laune haben? An einem sonnigen Tag womöglich noch. Ja. Eigentlich müsste man mit den geilen Dingern mit 30 Sachen oder mehr johlend und mit abgespreizten Beinen durch Pfützen fahren und den Spaß seines Lebens haben. Oma. Fahrtenlieder singen oder irgendwas Geiles aus der Boombox. Also, nichts gegen diese Technik. Aber wenn Paare sich gemeinsam E-Bikes kaufen, dann ist das, glaube ich, manches Mal einfach nur ein letzter Versuch. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, irgendwie macht nur Spaß. Und Herbert, denk nicht mal dran.